Yo Leute, hier mal ein Video der ganz anderen Art. Ich möchte heute mal mein Fazit bzw. auch meine Kritik zum Film Get Out verfassen, der seit dem 4. Mai in den deutschen Kinos läuft. Hierbei spreche ich auch noch eine ausdrückliche Spoilerwarnung für die Handlung aus, denn ich werde die Handlung auf jeden Fall erwähnen und darauf eingehen, da ansonsten keine angemessene Kritik zum Film entstehen kann. Viel Spaß! Get Out ist ein amerikanischer Horror-Thriller mit leichten Comedy-Elementen, obwohl man, wie ich finde, hier noch eher mehr Mystery-Thriller als Horror vorfindet. Er wurde unter der Regie von Jordan Peele produziert, der auch für die Horrorfilme The Wizard und Insidious verantwortlich war. Im Film selbst geht es um den afroamerikanischen Fotografen Chris Washington, der mit seiner weißen Freundin Rose Armitage ihre Eltern besucht. All das hört sich schon von vornherein so an, als würde daraus ein klasse Horrorstreifen entstehen. Dem ist auch so geworden, denn sehr wohl stimmt etwas mit der vermeintlich netten Familie Armitage nicht. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Wie sich später ja herausstellte, ist die Familie Armitage darauf aus, Schwarze zu kidnappen, um deren Gehirne im Körper von Alten und Verwandten zu platzieren bzw. zu verpflanzen. Rose' Rolle ist dabei, möglichst eine gute Beziehung aufzubauen, um die Schwarzen anschließend zu dem Apartment der Armitage zu bringen. Dann hypnotisiert Mrs. Armitage die Opfer, um diese handlungsunfähig zu machen, damit diese anschließend von Mr. Armitage operiert werden. Ich möchte dabei erwähnen, dass Dean Armitage mich ein wenig an Jack aus Resident Evil 7 erinnert, der in diesem Spiel ebenfalls einer der ersten Antagonisten und ein Hausherr von einem Anwesen ist. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No. Der Filmtitel Get Out kommt übrigens nicht von irgendwoher, denn er wurde von Peele mit Absicht gewählt. Im Originalen taucht Get Out bei dem Ausraster von Logan auf, der damit unweigerlich Chris vor dem Bevorstehenden warnen will. Auf Deutsch sagte er, hau ab. Es ist nämlich möglich, die Hypnose mit einem Blitz wie dem eines Handys kurzzeitig außer Kraft zu setzen. Zum anderen soll Get Out natürlich die Flucht ansprechen, um die es in diesem Film auch primär geht. Die Kameraführung sowie die Technik in Get Out ist wirklich erstklassig, man setzt auf viel Unschärfe bei Nahaufnahmen, was für einen coolen Look sorgt und auf möglichst wenig Standbild. Alle Szenen sind immer kontinuierlich in Bewegung, was für eine spannende und nicht einschläfernde Atmosphäre sorgt. Auch die Filmmusik ist schön gewählt worden, denn diese setzt mit leichten Akzenten immer wieder schöne Betonungen auf heikle und spannende Situationen. Nun möchte ich nochmal auf meinen am Anfang genannten Punkt zu sprechen kommen, dass Get Out nicht wirklich ein Horrorfilm ist. Ich habe mich im Film ganze zwei, höchstens dreimal kurz erschreckt, wenn man sowas überhaupt erschreckt nennen darf, was nicht bedeutet, dass der Film als Horrorfilm scheiße ist. Jeder hat da seinen eigenen Geschmack für Horror, hier wurde halt mehr darauf gesetzt, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, etwas zu produzieren, was auch unmittelbar die Bedeutung auf die Diskriminierung von Schwarzen setzt. Gerade dass es Schwarze sind, die von den Weißen ausgeweidet werden, ist schon krank von der Vorstellung. Wenn man hier noch Jumpscares eingebaut hätte oder dergleichen, das hätte dann einfach die Story zerstört, die in Get Out wirklich sehr gut ist. Wenn man auf so abgespaceden Jumpscare-Scheiß steht, kann man sich natürlich auch The Ring oder sowas angucken. Als Fazit kann ich jedem nur empfehlen, sich den 104-minütigen Get Out anzusehen, denn er wird es sicherlich nicht bereuen. In diesem Sinne, Get Out, ciao! No.